Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Es geht weiter mit der Quest. Ich habe jetzt mittlerweile umgesattelt auf meinen Sky Warrior. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen weggeklickt. Wie auch immer, das Portal ist bereit. Yay! Los geht's! Wow. Erster, tut mir leid, Alex. Wer rastet, der rostet. Juhu! Hey, das ist nicht fair, Lisa. Was ist aus dem heiligen Gesetz der Ersterrufe geworden? Hast du noch Platz für einen Mörder-Quota? Ja, logisch. So, dann springen wir hier rein. Zeit und Raum entfalten sich. Oha, Leute, oha. Ach, jetzt sind wir wieder in so einem Portal. Da müssen wir jetzt wieder unseren Weg finden, nehme ich an. Wow. Oh mein Gott. Okay, die tun uns weh, wenn die uns erwischen. Oh Gott. Oh Leute. So, wie lange denn noch? Ich mag diese Portale immer gar nicht so gerne. Die sind so ein bisschen. Da hinten ist das Portal. Die sind so ein bisschen creepy, Leute. Zeit und Raum entfalten sich. Die anderen müssen schon beim Campingplatz sein. Reite weiter, Dakota. Alles klar. Wo ist der Campingplatz? Ich war da leider noch nie. Der wird mir aber hier hinten irgendwo angezeigt. So, müssen wir hier hoch? Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Ich finde es nicht, glaube ich. Aber hier könnte es doch sein, oder? Hier ist doch gleich das Tal der Wächter in der Nähe, oder? Ja! Ich hab's gefunden! So, dann reden wir mal mit Evergrey. Danke, Sky Warrior, für einen äußerst komfortablen Ritt. Ein langer Tag ist vorbei und der vor euch liegende Weg wird euch euren Pferden viel abverlangen. Wenn du in Jorvik noch etwas erledigen musst, dann kümmere dich jetzt darum, sobald du einmal Pandoria betrittst. Du trägst jetzt schon ein wenig dick auf, Evergrey. Ja, hört sich wie eine Aufforderung zum Speichern in einem Videospiel an, kurz bevor man auf den Endboss trifft. Unser wahres Abenteuer beginnt doch erst, wenn wir unsere Freundin zurückhaben. Wie recht du hast, Miss Chander. Freundschaft ist das Allerwichtigste. In diesem Sinne sollte ich nach den anderen im Tal der Wächter sehen. Vielen Dank für alles, Evergrey. Es tut mir leid, dass ich je an dir gezweifelt habe. Das Vertrauen eines Soul Rider ist keine kleine Sache. Ich werde mich bemühen, dessen würdig zu sein. Wir treffen uns morgen bei Tagesanbruch im Schatten der Wächter. Schlaf gut, meine jungen Freunde. Gut, höchste Zeit, die Marshmallows auszupacken, Linda. Nächster Halt, Zuckerhausen. Oh ja, okay. Sie sollten eigentlich hier sein. Das ist ja komisch. Hier ist die Tüte, aber sie ist leer. Meteor hat's gegessen und vermutlich war Concord auch beteiligt. Dann laufen wir mal zu Lisa. Ich bin froh, dass du hier mit von der Partie bist, Dakota. Dieser Campingplatz hat für die Soul Rider eine ganz besondere Bedeutung. Anscheinend hat Linda alles für uns erledigt. Es wäre also das Beste, wenn wir etwas schlafen. Was denkst du, Dakota? Was ist los, Dakota? Kannst du mir von Anne erzählen? Wie soll ich anfangen? Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn jeder seine Lieblingsgeschichte von Anne erzählt? Oh, ich weiß eine. Nichts von deiner Fanfiction, nur Sachen über die echte Anne. Du könntest mir schon mehr zutrauen. Natürlich ist Prinzessin
Pristenia aus gesegneter Mondschein schon recht stark an die echte Anne angelehnt. Aber ich würde die Existenz dieser Geschichten lieber verdrängen. Aber nun gut. Es war am Anfang der Mittelstufe, lange bevor wir erfuhren, dass unsere Schicksale miteinander verknüpft sind. Natürlich hatte ich von Anne von Bleißen gehört, das Mädchen, das in einer privaten Limousine zur Schule gebracht wird und deren Garderobe mehr als eine Rasse Pferd kostet. Allerdings traf ich sie erst im Herbst persönlich, als wir in Biologielabor Partnerinnen wurden. Ich schäme mich jetzt dafür, aber ich hatte anfangs angenommen, dass sie aus Versehen dort war. Es war schließlich ein freiwilliger Kurs auf Highschool-Niveau. Mädchen wie Anne heißen sich schließlich nicht zusätzlich Hausaufgaben auf. Nach der Stunde trat eine Frau von der... trat eine Frau von der Van Bleißen Group an mich heran. Es war kein Zufall, dass Anne meine Sitznachbarin war. Sie sprach im Namen von Annes Eltern und wollte, dass ich dafür sorge, dass Anne jeden Tag fehlerlose Hausaufgaben abliefert. Ich würde gut bezahlt werden. Für eine 12-Jährige. Sowas wie Nachhilfe? Das nahm ich in meiner Naivität auch an, aber nein, sie bat mich nur um den guten, altmodischen Betrug. Oh mein Gott! Aber wie es sich herausstellte, hatten wir sie unterschätzt. Annes Eltern genauso wie ich. Ich weiß, dass meine Eltern versuchen, deine Hilfe zu kaufen, erklärte sie mir. Wenn du willst, kannst du das Geld behalten, aber wage es ja nicht, meinen Namen auf deine Arbeiten zu setzen. Ich werde eines Tages Tierärztin werden. Und falls du mich nicht bis zur Universität durchschleifen willst, lässt du mich besser in Ruhe, damit ich alles selbst lernen kann. Oh, das hat sie mit einer 3. Aber im nächsten Halbjahr bekam sie eine 2. Schließlich wurde sie nicht grundlos zum Studium an allen Top-Universitäten zugelassen. Mädchen wie Anne, so etwas gibt es nicht. Oh, das ist ja eine schöne Geschichte. Jetzt geht das schon wieder los. All das geschah vor einigen Jahren, als ich die Schule gewechselt hatte, um Musik zu studieren. Ich hatte es zurzeit ganz schön schwer, nach meinem ersten Jahr auf Jorvik, in dem ich eine Beziehung zu dir und den anderen Soulridern aufgebaut habe, verbrachte ich plötzlich immer mehr Zeit in Jorvik City. Zuvor war ich täglich mit Starstein ausgeritten, aber damals hatte ich Glück, wenn ich mehr als einmal im Monat ausreiten konnte. Tut mir leid, mein Freund. Oh. Wie auch immer, es war nicht einfach, das Studium, die Musik, das Reiten, Freundschaften und die ein oder andere Soulrider-Mission unter einen Hut zu bekommen. Seit ich euch kennengelernt hatte, war das die einsamste Zeit in meinem Leben. Aber dann habe ich von dem kleinen Café im Vorort von Jarlaheim erfahren, in dem abends Veranstaltungen mit offener Bühne stattfanden. Dort konnte ich mein Songwriting verbessern und meine besten Freundinnen konnten im Publikum sitzen. Das weiß ich noch genau. Alex und ich waren immer dort, wenn du gespielt hast. Du warst so mutig, Lisa. Danke, Linda. Leider verpasste Anne wegen ihres vollen Terminkalenders regelmäßig die Abende, an denen ich auftrat. Ich werde kommen, versprach sie mir. Eine von Bleißen hält immer ihre Versprechen. Diese Nächte bedeuteten mir einfach alles. Aber das Schicksal hatte leider einen anderen Plan. Nach einem meiner Auftritte verkündete der Kaffeebesitzer eines Tages, dass er das Café schließen wird und es keine Abende mit offener Bühne mehr geben wird. Und genau dann schrieb Anne, dass sie mich spielen sehen will. Ich habe ihr von den schlechten Neuigkeiten erzählt. Einige Tage später schreibt mir Anne, dass die Abende mit offener Bühne wieder stattfinden. Glaub mir, sagte sie, komm einfach hin. Als ich mit meiner Gitarre nach Jarlaheim kam, hatte das Café tatsächlich geöffnet. Alle meine Freundinnen waren dort. Und sogar Hermann, mein Vater. Und dann noch ein Dutzend andere Leute, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es war das größte Publikum, vor dem ich je gespielt hatte. Anne hatte erfahren, wie viel mir das Café bedeutete. Daher hatte sie eine Spendenaktion veranstaltet und Geld von all den vermögenden Bekannten und Freundinnen ihrer Mutter eingesammelt, um das Café zu retten. Typisch Anne. Hallo. Halt den Mund. Wenn Anne wieder da ist, müssen wir unbedingt in das Café gehen. Es hat doch geöffnet, oder?
Leider nein. Die Besitzer haben es vergangenes Jahr verkauft. Jetzt ist dort ein Jorbax. Ein Jorbax. Aber daran hat Anne keine Schuld. Absolut nicht Annes Schuld. Jetzt bin ich wohl an der Reihe. So, jetzt kommt die Alex noch dran. Wo ist... Ach, hier ist sie. Anne, Anne, wo soll ich anfangen? Aber wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich nichts. Alex, bitte, du kennst sie länger als wir alle. Wenn du die Vergangenheit aufwühlen willst, ich kenne viele Geschichten darüber, wie ich Anne aus dem Weg gegangen bin, wie ich Anne alle Dinge missgönnt habe, von denen ich nur träumen konnte. Es gibt doch bestimmt etwas, wovon du Dakota erzählen könntest. Anne und ich, wir hatten nicht, was ihr hattet. Sie hat mich immer damit genervt, dass ich meine Gefühle unter Kontrolle halten und die Mission im Auge behalten soll. Sie war schlimmer als Elisabeth. Ist nicht wahr. Was auch immer. Bevor Tintken und Fripp und all das andere in mein Leben traten, war ich Abschaum. Nichts. Und ich brauchte das. Anne dagegen hatte alles. Und dann führt sie das Schicksal so zu mir. Und schwuppdiwupp ist sie der Liebling von Fripp. Elisabeth förderte sie, um eine Führungsrolle zu übernehmen. Es war wieder so, als wäre ich unsichtbar. Das ist nicht wahr, Alex. Ihr wisst, dass es stimmt. Fripp hat sie gelehrt, ihre Kräfte sicher einzusetzen. Er hat sie gewarnt, dass es gefährlich war. Wo war meine Hilfe? Fripp hat mich in die Welt geschickt, ehe ich dazu bereit war. Ich habe versucht, den Blitz einschlagen zu lassen, aber... Ich hätte ihn fast umgebracht. Alex, was? Er war nur ein dummer Junge, der meinen kleinen Bruder tyrannisiert hatte. Und ich hatte ihn wie ein böser Möchtegern-Zeus gequält. Weil ich mich nicht unter Kontrolle hatte. Das Kind hätte sterben können, wenn Anne uns nicht in die Notaufnahme gebracht hätte. Und sie blieb bei mir, während wir auf die Eltern des Jungen warteten. Wir redeten kein Wort. Sie hat schweigend meine Hand gehalten. Der Fiesling hat überlebt. Also, hurra, Anne? Ach, Alex, warum hast du uns das nicht früher erzählt? Oh, sie weint. Mist, sie fehlt mir so sehr. Ach je. Ach, Alex. Aber du hast mich gerettet, Alex. Ist alles gut? Ich hätte für sie da sein sollen. Wir hätten einen Weg finden müssen, sie eher zu erreichen. Es tut mir leid, Anne. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gerne hierbleiben und das Feuer noch ein wenig genießen. Setzt du dich zu uns? Na klar, ich setze mich zu euch. Whatever it is, I'll be there when you need me. Now you know where to go when you're feeling kind of low. It's gonna be alright. It's gonna be alright when trouble comes snacking on your door. I'll be there a thousand times. That's what friends are for. And I just bring you down. I will always be around. I'll be there. I'll be around. I'll be there. Cause that's what friends are for. I'll be there. Fortsetzung folgt. Ja, das war wunderschön, Leute. Was für eine wunderschöne Storyquest. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!